Hallo, mein Name ist Butchin Ahmed. Ich lehre und forsche als wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin am Institut für Germanistik im Fachbereich Deutsch als Fremd, Deutsch als Zweitsprache. Gute Lehre bedeutet für mich, gerade in Studiengängen, die Lehrkräfte ausbilden, die Relevanz der theoretisch vermittelten Inhalte für die Praxis transparent zu machen. Meine Aufgabe als Dozentin verstehe ich darin, dass ich die Studierenden bei ihrem komplexen und individuellen Lernprozess als Moderatorin mit einer zielführenden Seminargestaltung unterstütze. Ja, als wesentlich empfinde ich, dass ich Begeisterung für das Thema ausstrahle, das ich lehre. Denn nur wenn ich selbst begeistert bin, kann ich auch die Begeisterung meiner Studierenden wecken. In der ausgezeichneten Veranstaltung haben wir uns mit den theoretischen Grundlagen des Zweit- und Fremdsprachenerwerbs befasst. Das zentrale Ziel des Seminars bestand darin, Grundkenntnisse über die spracherwerbstheoretischen Erklärungsansätze aufzubauen, eine kritische Haltung gegenüber diesen zu entwickeln und darüber hinaus auch ihre Relevanz für die DAF-DATS-Praxis zu erkennen. Das Besondere an dieser Veranstaltung war die Verknüpfung der Theorie mit der Praxis. Die Studierenden hatten die Möglichkeit, die im Seminar theoretisch vermittelten Konzepte in der Praxis, sprich in Sprachkursen am Sprachenzentrum dieser Universität, zu beobachten und in Ansätzen auch in kleineren Projekten zu untersuchen. Ja, ich freue mich sehr über den Preis der Lehre. Vor allem freue ich mich aber über die Wertschätzung und Anerkennung seitens der Studierenden gegenüber meiner Arbeit.